haben mit einem Programm Stress lass nach für gute Arbeit, soziale Rechte und mehr Mitbestimmung setzen wir uns mit dem Problem der Zunahme von stressbedingten Erkrankungen auseinander. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist das ja in vielen Magazinen immer wieder zu lesen. Es gibt eine Zunahme von Stress, es gibt eine Zunahme von stressbedingten Krankheiten. In der Arbeitswelt dominiert das Gefühl, in der gleichen Zeit immer mehr leisten zu müssen, und Burnout ist zur Volkskrankheit geworden. Es gibt auch Zahlen, die das belegen. Bekannt ist die Zahl, dass die Arbeitsunfähigkeitstage, die auf stressbedingte Erkrankungen zurückgehen, vom Jahr 2001 zum Jahr 2010 deutlich zugenommen haben, von ursprünglich 33 Millionen jetzt auf 53 Millionen Arbeitsfehltage aufgrund von stressbedingten Krankheiten. Und das Ganze ist nicht nur für jeweils die Betroffenen eine persönliche Katastrophe, sondern das Ganze verursacht natürlich auch Kosten. Kosten für Reha, Berufsintegration, Pflege etc. Und allein die direkten Kosten dieser stressbedingten Krankheiten betragen inzwischen 28 Milliarden Euro. In einem Magazin wird dann häufig der Eindruck erweckt, gegen Stress könne man etwas tun, nämlich viel Yoga machen und Lavendeltee trinken. Also nichts gegen Yoga, nichts gegen Lavendeltee. Aber wir meinen, es gibt strukturelle Ursachen für diese stressbedingten Krankheiten, die man nicht einfach mit Lavendel wegfächern kann oder einfach wegommen kann. Und deswegen haben wir hier ein Anti-Stress-Programm vorgelegt, was 5 Punkte umfasst, die ich jetzt ganz kurz vorstellen möchte. Zum einen sagen wir, es braucht präventive Maßnahmen gegen die psychischen Belastungen, und deswegen unterstützen wir die Forderung der IG Metall nach einer Anti-Stress-Verordnung. Wir meinen auch, dass das Personal in den Gewerbeaufsichtsämtern aufgestockt werden muss, damit die bestehenden Schutzrechte, die es gibt für Beschäftigte, dass die Einhaltung dieser Schutzrechte auch kontrolliert wird. Zum Zweiten wollen wir die verschiedenen Formen von Arbeitszeitverkürzung befördern. Wir wissen, dass die Wünsche für Arbeitszeitverkürzung je nach Familiensituation auch sehr unterschiedlich sind. Manche wollen eher insgesamt die Wochenarbeitsstundenzahl reduzieren, andere wollen lieber zu bestimmten Zeiten eine Auszeit oder mal einen Tag mehr frei haben. Und insofern schlägt die Linke natürlich vor, generell die Überstunden zu begrenzen und es auch darauf zu drängen, dass das eingehalten wird. Wir kennen die Zahlen. Gegenwärtig ist es so, dass 20% der Beschäftigten in der Woche 10 Stunden und mehr an Überstunden leisten. Glauben wir, das ist nicht hinnehmbar. Zu den verschiedenen Formen von Arbeitszeitverkürzung gehört aber auch zum Beispiel das Recht auf Sabbaticals, also auf zeitlich begrenzte Auszeiten, nach denen wieder ein Einstieg in den gleichen Beruf an der gleichen Stelle möglich ist. Um das mal einen konkreten Vorschlag in die Debatte zu bringen, finde ich es durchaus überlegenswert, zu sagen, wir schaffen analog zu den Regelungen des Elterngeldes eine Regelung, wo man sagt, jeder hat im Laufe seines Berufslebens das Recht auf 2 Auszeiten, 2 Sabbaticals, wo sich in einem gewissen Rahmen das Sabbatical-Entgelt dann auch orientiert am bisherigen Lohn. Also man muss sagen, 1.000 Euro ist das Mindeste, was jemand bekommen sollte, und dann in Abhängigkeit vom bisherigen Lohn bis zu 1.800 dann gedeckelt. Ein weiterer Vorschlag, den ich an dieser Stelle nochmal erneuern möchte, ist der Elternbonus im Urlaubsgeld. Also zu sagen, Väter und Mütter haben jeden zweiten Monat das Recht auf einen zusätzlichen Urlaubstag, ein Urlaubstag, der genutzt werden kann für Behördengänge, für präventive Gesundheitstermine etc., weil ansonsten sich in einem Alltag zwischen Berufstätigkeit und Kindererziehung solche Termine häufig nur sehr schwer unterbringen lassen. Der dritte Punkt unseres Anti-Stress-Programmes heißt mehr Mitbestimmung. Um zu verhindern, dass Arbeit krank macht, soll man die Kreativität und das Wissen der Beschäftigten viel mehr abschöpfen. Insofern wollen wir natürlich das Betriebsverfassungsgesetz erweitern. Wir wollen ganz klar auch die Mitbestimmungsrechte ausweiten auf die Frage, wie wird produziert, wie sind die Arbeitsabläufe. Das sind die Beschäftigten, auch haben da auch wirklich eine Expertise, wie man im Arbeitsablauf Stress reduzieren kann. Vierte Punkt unseres Anti-Stress-Programms lautet, Hartz-IV-Sanktionen abschaffen und soziale Rechte garantieren. Denn auch Erwerbslose sind unter einem gewissen Dauerstress, weil das Gefühl, dass sie also wirklich existenziell bedroht sein können und
manchmal sogar vollkommen ohne eigenes Verschulden. Also bekannt ist ja die Zahl, dass 40% der Widersprüche gegen Sanktionen teilweise oder in Gänze Recht bekommen. Das ist nur ein Indiz dafür, wie hoch die Fehlerquote bei Sanktionen ist. Und wir reden hier nicht Abschlägen von Leuten, die im Luxus schwelgen, sondern wir reden ja hier davon, dass es Sanktionen gibt, die wirklich zu Existenzangst, ja richtige Existenznot führen. Und fünftens schlagen wir vor, dass man sich auch mit dem spezifischen Stress, den vor allen Dingen Selbstständige, Solo-Selbstständige ausgesetzt sind, auseinandersetzt. Wenn man Solo-Selbstständigkeit hört, denkt man häufig, ja, das ist vor allen Dingen in der Kreativbranche die Arbeitsform. Aber wir beobachten auch, dass inzwischen im Gast- und Handelsgewerbe es eine Zunahme von Solo-Selbstständigkeit gibt. Insgesamt hat die Zahl der Solo-Selbstständigen auch zugenommen in den letzten Jahren, inzwischen auf rund 2,4 Millionen. Und gerade im Gastgewerbe geht Solo-Selbstständigkeit häufig einher wirklich mit einem Hungereinkommen. Also 43% aller Solo-Selbstständigen im Gast- und Handelsgewerbe erzielen ein monatliches Einkommen, was unter 1.100 Euro liegt. Also hier geht Selbstständigkeit, hat wenig mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern ganz, ganz viel mit Selbstausbeutung. Und deswegen sagen wir, es muss auch gegen eine stärkere Kontrolle geben, um Menschen vor dem Druck, in eine Scheinselbstständigkeit zu kommen, zu schützen. Und natürlich gibt es ein spezielles Problem, was wir überall in der Arbeitswelt beobachten, aber besonders auch bei Selbstständigen, das ist die Frage der permanenten Erreichbarkeit. Und um denen entgegenzuwirken, finden wir es auch durchaus überlegenswert, über eine Ausweitung der gesetzlichen Feiertage nachzudenken. Ja, abschließend vielleicht noch so viel. Wir kommen jetzt in die Weihnachtszeit, die Zeit des Jahreswechsels. Es ist eine Zeit, wo man immer den Wunsch damit verbindet, etwas zur Ruhe zu kommen, dass der Stress nachlassen soll. Und wir wollen mit diesem Anti-Stress-Programm auch eine Debatte unterstützen, wie wir dieses Gefühl, dass die weihnachtliche Stimmung des Entspannens davon auch etwas ins gesamte Jahr retten können. Vielen Dank.